111 Rennen warten musste, um endlich mal in der Formel 1 von ganz vorne starten zu dürfen. Nur Thierry Boutsen, Jarno Trulli und Mark Webber mussten noch ein bisschen länger warten für den Platz an der Sonne oder auf den Platz an der Sonne. Neben ihm Michael Schumacher, der natürlich ein bisschen davon profitiert hat, dass Lewis Hamilton wegen des Getriebewechsels 5 Plätze nach hinten musste. Bester Startplatz aller Zeiten für Kamui Kobayashi. Kimi meldet sich im Vorderfeld zurück. Dann Button, Webber und der angesprochene Lewis Hamilton ein paar Plätze nach hinten. Sensationsweise Perez auf Startposition 8. Dann Alonso, Grosjean, Vettel 11, Massa 12, Maldonado, Senna, die beiden Williams, also in einer Reihe, genauso wie die Sahara-Post-India-Piloten, die Resta und Nico Hülkenberg, Danny Ricciardo, Heikki Kovalainen, dann kommt Vitali Petrov, Timo Glock, Jean-Éric Charles Pic, pardon, dann natürlich Pedro de la Rosa und Narain Kartikeyan, der 24. Startplatz, der von Jean-Éric Vergne, der bleibt leer, denn er startet aus der Boxengasse. Da hat man sich also offenbar entschlossen, noch ein bisschen was zu ändern und damit quasi den Startplatz aufzugeben zugunsten eines Reparaturfensters. Ja, Reparatur, oder man kann natürlich auch da die gesamte Abstimmung nochmal komplett verändern. Der Preis, den man zahlt, ist, man muss eben aus der Boxengasse starten. So, und jetzt wollen wir uns noch einmal die Strecke in aller Ruhe anschauen, haben ein paar Informationen für Sie. Neben den 5,451 Kilometern, die eine Runde lang ist, gibt es nämlich noch ein paar andere Zahlen, die man wissen sollte über diesen Shanghai Circuit. 56 Rennrunden, Christian rechnet blitzschnell aus, 56 mal 5,451 und schon kommen wir auf 5,066 Kilometer. Das ist der spannende DRS. Start ist freigegeben, Rosberg kommt gut weg, Michael Schumacher auch und Kimi Räikkönen ist schon vorbei an Kamui Kobayashi und außen kommt auch Button. Button fährt auf 3 vor. Und Vettel ist ganz mittelmäßig gestartet, 2 Plätze verloren. Aber vorn hat Nico Rosberg Michael Schumacher hinter sich haben können, aber der Gewinner des Starts heißt Jensen Button. Vor auf die 3 vor Kimi Räikkönen, der Verlierer Kamui Kobayashi. Ja. Jetzt kämpfen gegen Lewis Hamilton und auch Hamilton ist vorbei. Sebastian Vettel hat sogar noch mehr Plätze, Roy ist auch nur 15. Ja, der hängt jetzt da hinten mitten im Getümmel fest, da lohnt es auch nicht vorgekommen. Ja, der ist an Webber vorbei und hängt jetzt hinter Perez und Kobayashi. Da sehen wir vorne rechts das rote Auto, das war Alonso und jetzt ist Webber offenbar wieder an Alonso vorbei. Genau. Perez ist nicht erlaubt im Moment auf der langen Geraden. Müsste hinter Maldonado und die Rester sein. Ja, das ist ganz hinten. Ganz hinten, kurz vor Ende des Feldes. Also vor am Ende des Mittelfeldes, sagen wir es mal so. Also ganz schlecht weggekommen. Hamilton ist gut. Dann Perez und Kobayashi. Genau, Perez schon vor Kobayashi. Alonso wieder mal, die haben das dritte Mal den Platz getauscht, dahinter schon Massa, hinter Massa Senna, dann Maldonado, die Resta und dann erst auf 5 der Sebastian Vettel. Ja, ist nicht so lustig, da im Mittelfeld loszufahren. Das, was letztlich ja immer dem Mark Webber passiert ist, das passiert jetzt ganz offensichtlich dem Sebastian. Und schon 2,1 Sekunden Vorsprung für Nico Rosberg auf Jensen Button. Maldonado, der da versucht hat, an Vettel vorbeizugehen. Direkt dahinter ist Kovalainen. Nico Hülkenberg auf 17, Timo Glock auf 18. Und da haben wir Vettel bei der Verfolgung von Paul Di Resta. Das ist ein Zweikampf, den hat er im letzten Jahr höchstens mal bei Überrundungen führen müssen. Ja. Mit dem Schotten hat er ansonsten herzlich wenig zu tun, das im Rennen geschehen. Senna, hier sehen wir es nochmal im Bild, der fährt die harten Reifen. Und Nico Rosberg mit 2 Sektor-Bestzeiten. Hier nochmal die Startwiederholung. Hier sind wir auf das dritte Auto auf der linken Seite. Das ist Button, der jetzt außen vorbeigeht. Also Kimi ist sehr gut, Rosberg sehr gut gestartet, Kimi sehr gut gestartet und du hast gewählt. Button natürlich, der hat
wissen, warum ist der sehr drängelig? Erstmal gar nicht richtig weggekommen. Ist der erste Williams schon an ihm vorbei und auch Massa ist außen vorbeigegangen und dann ist der zweite Williams durch und jetzt hängt Vettel hier außen ein bisschen fest. Da vertun sich die beiden Williams, damit ist der Weg außen komplett zu. Innen ist die Sahara Force India vor ihm und schon ist Vettel von 11 auf 15 zurückgefahren. Das Ganze jetzt aus der Perspektive von Senna. Wichtiger Aufbau, Senna und auch Maldonado ganz nach links ging, da gab es eine kleine Kollision, ja, ist da geflogen, ja. Das ist dann die Kettenreaktion. Problem auf der rechten Seite, Fahrer gehen nach links rüber und der Leitwagen in diesem Fall unter anderem auch Sebastian Vettel. Also Kobayashi ist da ziemlich schlecht weggekommen. Sehen Sie, dass der Vettel wirklich gar nicht richtig wegbeschleunigt hat. Jetzt übrigens darf DRS benutzt werden. Die ersten beiden Runden sind vorbei. Und die Regie traut sich, die nächste Zeitung beizuspielen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht irgendwas Reales auf der Rennstrecke verpassen, wenn wir hier nochmal die Kobayashi-Version sehen. Da ist Kimi schon vorbei, jetzt kommt außen Button vorbei. Also der Japaner, dem ist das passiert, was wir gerade thematisiert haben. Der ist mit dem Druck des sehr, sehr guten Startplatzes ganz vorn offenbar nicht hundertprozentig klargekommen. Jetzt gibt es auch noch die Attacke von Lewis Hamilton, die er zunächst da aber mal parieren konnte. Ja, Nico setzt sich ab, Abstand schon über eine Sekunde. Das heißt, Michael Schumacher ist nicht im DRS-Fenster. Wir lesen hier unten, DRS ist able, das heißt, das Drag Reduction System. Die man aufklappen darf hier im Aspekt. Die Bereiche können wir sehen. Ja, aber die Verfolger, die sind alle schön nah beieinander. Da werden jetzt gleich reihenweise die Flügel aufgemacht werden. Und wir reden halt immer so ein bisschen über den schlechten Start bei Sebastian. Im letzten Jahr gab es ja gerade am Anfang der Saison immer mal wieder Kerstprobleme, weil Adrian Newey da diese extrem kleinen Batterien benutzt hat und es gab mehrere Rennen, unter anderem auch hier in China, wo das nicht hundertprozentig funktioniert hat. Da war es aber meistens bei Mark Webber. Die letzte Rennrunde, Nico Rosberg heißt 43